Jetzt aber hier rein. Wie kann ich helfen? Noch eine andere Schatzlade. Yeah.
alle drei gleichzeitig nach unten. Aber den mach ich da wieder zurück, ja. Machen wir. So. Jetzt sind alle oben. Muah. Sind die unten? Jetzt geht der wieder hoch. Ja, leck mich doch fett an der. Machen wir erstmal wieder so. Und dann erstmal den mittleren. Mittleren. Ah, wunderbar. Zwei Truhen. Eine ist bestimmt eine falsche. Doch nicht. Überrascht. Zu dick oder was? Ui. Was sieht denn ein Endgegner aus? Die Hirtin der Verdammten. Einfach mal den Trank und den Trank. Talisman, 104 Regeneration, da hätte ich 39 Lebensentzug, 39 Crits, Nummer 40 Crits sind 79. Ja, 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 ja. 104 Regeneration ist aber auch nicht zu verachten. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Gucken, was das ist. Verkaufen. Das ist ja eigentlich das gleiche, was ich schon habe, nur mit einem Verzauberungsplatz. Nehmen wir das doch.
Zack, was ist das hier? Sphäre des Feuers für taktische Magier kann verkauft werden. Habe ich eigentlich nur eine Verletzung? Nein, habe ich nicht. Dann verzaubern wir kurz die Armschiene hier. Gegenstand verzaubern. Unterstützung. So, haben wir hier Unterstützung, plus 65 Bewegung, plus 4% Goldgewinn, plus 40 Bewegung. Nehmen wir mal das hier. Zack. Fertig. Hier ist ja bestimmt irgendwo ein Ausgang, oder? Hallo, Ausgang. Da stand ich da schon vor. So, dann geben wir eben noch die Quests ab. Sie werden göttlichen Zorn kennenlernen. Ach, da machen wir das. Zielt auf das Herz des Bösen. Die Eschmedai müssen für ihre Taten bezahlen. Bruder Satarin sagte, dass ihr in der Lage wäret, selbst das Unmögliche zu vollbringen, und er hat sich nicht geirrt. Ich bin Dessa Trubo, Waldläufer von Neverwinter. Ich danke euch für eure Kühnheit und euer Können, selbst mit derartig gefährlichen Gegnern fertig zu werden. Vielleicht verschafft uns der Tod des Hirten der Verdammten eine kleine Atempause. Sie werden sich erneut sammeln müssen. Und wir könnten dies für eine Offensive gegen sie ausnutzen. Ja, Waldläufer würde ich hier gerne als Klasse drin Einzelne haben. Einzelne Höllenmagier oder Rinjen sind mächtige Gegner. Aber noch gefährlicher werden sie in Gruppen, wenn sie die Barriere zwischen unserer Welt und den neuen Höllen schwächen. Diese Unholde auszuschalten ist unsere wichtigste Aufgabe. Sonst können die Eschmedai ohne größere Anstrengungen weitere Monster herbeirufen und die von uns Getöteten problemlos ersetzen. Ich habe herausgefunden, dass die Eschmedai auf der Suche nach den Schilden von Helm in die Helmitengrüfte eingebrochen sind. Auch wenn Helm schon lange tot ist, sind die von ihm gesegneten Waffen und Rüstungen immer noch sehr mächtig. Die Eschmedai können die Schilde mit ihren Ritualen entweihen und zu mächtigen Artefakten des Bösen verwandeln. Die Schilde müssen geborgen werden, bevor es soweit kommen kann. Die Grüfte werden von Steintürmen in den Wäldern nördlich und östlich von Helm's Hold gekennzeichnet. Ihr solltet eure Suche am besten dort beginnen. Machen wir doch locker. Sonst so eine Quest hier zum Annehmen. Nü, 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 nü. Hier mein Händler. What the fuck? Was war das denn? Ich sag euch, Aschmedai akzeptieren niemand. Magische Waren. Achso, das war das. Gut, schließen. Ui, da haben wir aber einen etwas weiteren Weg. Es war einmal ein so friedlicher Wald. Verzaubert haben wir alles. Ausrüstungswert. Okay. Kraft.
Ich sag's euch, diese Ashmedaien respektieren niemanden. Okay, Verteidigung, Robustheit, Regeneration. Zielt auf das Herz des Bösen. Es war einmal ein so friedlicher Tag. Ja. Da können wir direkt mal beten. Keine EP? Boah, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich sag's euch, diese Ashmedai respektieren niemanden.